Exzellenzen, Herr Botschafter Isacharow, Herr Minister Erdan, Herr Bürgermeister Becker, sehr verehrter Herr Stawski, liebe Gäste des Israel-Kongresses, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde Israels, liebe Freunde, die mit mir gemeinsam die Freundschaft zu diesem wunderbaren Land pflegen. Wie wunderbar Israel mit all seinen bunten Facetten so kraftvoll mitten in Deutschland hier in der Kongresshalle in Frankfurt erleben zu können. Aber Gott sei Dank gilt's ja, erlauben Sie mir dieses Wortspiel, Israel, Israel, Israel ist Realität. Und was für eine. Der Spirit dieses Landes wird hier für mich absolut greifbar. Sie haben Israel, unsere Liebe, die Liebe meiner Familie nach Frankfurt gebracht. Hinter der Skyline von Frankfurt erscheint für mich heute Morgen, als ich aus dem Fenster schaute, eine Fata Morgana. Unser wunderbares Israel, als wäre ich in Jerusalem, mein geliebtes Jerusalem. Und ich sehe das Abendrot vor meinem inneren Auge, die berühmte ockerfarbene Silhouette, das geschäftige Treiben an der Klagemauer, hier, wo die Religionen zum Schmelztiegel werden. Ich sehe das, ich sehe Elat, ich sehe Tel Aviv, ich sehe den See Genezareth, ich sehe mein Israel, das ich so oft bereist habe und das ich versuche, weltweit so darzustellen, wie es ist, ein wunderbares Land, da wo Milch und Honig fließen. Ist das nicht einzigartig? Einzigartig in der ganzen Welt. Ich stehe heute nicht nur als Vertreterin von Sixt, ich stehe hier als Freundin Israels. Sie haben viele Reden hier gehört, intellektuelle Reden, wissenschaftliche Reden, Reden der Kultur, Reden der Innovation, aber ich rede hier aus meinem Herzen. Wir empfinden es als Auszeichnung für unser global agierendes Unternehmen Sixt, als Partner dieses Kongresses sein zu dürfen. Wir sind in vielen Ländern dieser Welt Marktführer. Besonders stolz bin ich aber darauf, dass wir mittlerweile auch Marktführer in Israel sind, wo wir seit vielen Jahrzehnten erfolgreich verankert sind. So ist es mir immer sowohl eine große Ehre als auch eine tief empfundene Freude, mich für die deutsch-israelische Freundschaft einzusetzen. Und das seit vielen Jahrzehnten, wenn ich das so sagen darf. Denn diese beiden Länder werden nur dann eine gute Zusammenarbeit haben, wenn wir gegenseitige Wertschätzung, echten Respekt, eine tiefe Zuneigung zueinander gelebt werden. Jeden Tag aufs Neue, Day by Day, Stunde für Stunde, sollten wir uns daran erinnern, an unsere Geschichte, an unsere deutsche Geschichte. Und wir sollten uns daran erinnern, dass wir für dieses Land, für die Juden, eigentlich stehen sollen. Diese genannten Prinzipien lassen sich aber nur dann realisieren, wenn wir, die Bürger dieser beiden großen Nationen, unsere Mitmenschlichkeit leben, wenn wir unsere gegenseitige Verbundenheit und der Verpflichtung füreinander bewusst sind. Und wenn wir Ausdruck verleihen und wenn wir schließlich unsere Verantwortung sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft ganz konkret wahrnehmen. Denn die Zukunft kann nur leben, wenn wir uns der Vergangenheit erinnern. Es ist mir eine große innere Befriedigung, dass wir gerade auch mit dem heutigen Israel-Kongress wieder wichtige Schritte aufeinander zugehen. Mit jeder einzelnen Aktion, ob groß oder klein, gelingen ein Stück weit Dialog, Sicherheit und Frieden. Ich erinnere mich noch genau, als wäre es heute, als ich zum ersten Mal israelischen Boden betrat, als junge Frau, eigentlich auch Studentin. Ich saß im Flugzeug, ich saß in einer TWA-Maschine aus New York. Ich wollte landen und wollte nach Rom weiterfliegen, wollte von Rom nach Hause fliegen. Und die Maschine ging weiter nach Tel Aviv. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, warum bleiben wir nicht einfach sitzen? Wir sind sitzen geblieben, wir landeten in Tel Aviv. Und damals war das noch viel einfacher natürlich. Sicherheitsvorkehrungen waren noch nicht so stark. Und wir blieben sitzen, haben dann in Tel Aviv unser Ticket nachbezahlt. Und da waren wir, unser geliebtes Israel, und wir haben es weitergelebt. Ich war wie verzaubert von diesem Land mit all den wunderbaren Menschen. Dieses unbeschreibliche Gefühl steigt bis heute jedes Mal in mir auf, wenn ich Israel besuche. Und das ist beileibe oft der Fall. Ich könnte Israel und seine einzigartigen Menschen nicht besser beschreiben, als es Golda Meir, ihre große Präsidentin, in ihrer legendären Rede gehalten hat. Israel ist ein Kind der Hoffnung und die Heimat der Tapferen. Es wird weder durch Not gebrochen, noch durch Erfolg dekadent und demoralisiert. Es trägt den Schild der Demokratie und es ehrt das Schwert der Freiheit. Freiheit, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist nur möglich, wenn wir jeden Tag aufs Neue dafür kämpfen. Agieren können wir nur, wenn wir das Beste aus uns machen. Wenn wir mental fokussiert und stark sind.
wenn wir, wie es eben die zitierte Golda Meir bei ihr so schön ausdrückt, aus den inneren Funken der Möglichkeiten anfachen und wenn wir dann diesen Funken zu einer großen Flamme des Gelingens transformieren. Das ist für mich eine der großen Fähigkeiten, die wir in Deutschland und in der ganzen Welt von Israel lernen können, von euch, den wunderbaren Israelis. Aus nichts etwas zu machen, Visionen zu realisieren, Wirklichkeit zu erschaffen, dafür bewundere ich Israel unendlich. Die größten Ressourcen des Landes sind bei dieser verhältnismäßig kleinen Fläche und bei diesem Mangel an Bodenschätzen sowohl der Erfindergeist als auch die Visionskraft dieser Nation und dieser Menschen. Diese Menschen, die aus allen Teilen der Welt kamen, die als Juden nach Israel gekommen sind und dort dieses wunderbare Land aufgebaut haben. Israel, das ist für mich wie ein Labor, wie ein Reagenzglas, in dem ständig Neues erfunden und entwickelt wird. Ich bin sicher, dass so wie heute hier in Frankfurt auch weiter starke Inspirationen von Israel ausgehen werden für die Kultur, für die Wissenschaft, für die Medizin, für die Technik, für alle Religionen, für die internationale Politik, für den Sport und für die Wirtschaft. Gerade auch die Start-up-Szene beeindruckt mich zutiefst. Wenn ich gerade rede Sport, ich war einer der Hauptsponsoren der Maccabi-Festspiele und ich war darüber unglaublich stolz. Ich war so beeindruckt, als im Olympiastadion 70 Nationen einmarschierten und dahinter kam dann die Fahne von Israel in dieses Stadion, das so viel Geschichte aus dem Dritten Reich hat. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Dieser Erfindergeist, diese Hartnäckigkeit, aus Ideen auch Wirklichkeiten zu formen und aus Visionen ganz konkrete Innovationen zu generieren. So kommt es nicht von ungefähr, dass Shimon Peres, der große Staatsmann, den ich meinen Freund nennen durfte und Friedensnobelpreisträger, so treffend und selbstironisch formulierte: "My greatest mistake is that my dreams were too small." Ja, ich habe auch noch Träume, aber sie sind immer noch zu klein. Ich muss weiter träumen und weiter marschieren. Das habe ich von Shimon Peres gelernt, dem ich so oft begegnen konnte. Ich habe ihn nahezu verehrt. Was ich in Israel mehr als einmal gehört habe, das ist der Satz: "Wenn du deine Träume erfüllt sehen willst, darfst du nicht schlafen." Und es stimmt, ich kenne kaum eine so fleißige und engagierte Nation wie Israel. Ich gestehe Ihnen nicht nur meine Bewunderung für Shimon Peres sondern ich identifiziere mich auch mit dem, den er sagte über sich: I have one weakness, I don't like vacations, I just like to work." Da haben wir wirklich eine Gemeinsamkeit, er und ich. Ich halte Ihnen aber auch eine andere Parallele nicht vor. Beide wurden wir vom Hadassah Medical Center für unser Engagement mit dem Citizen of the World Award ausgezeichnet. Es war für mich eine ganz große Ehre, als ich im Knesset saß und habe diesen Award entgegengenommen. Und zwar als erste Deutsche, als erste Frau in diesem Land. Diese Qualität, groß zu denken und groß zu handeln, erlebe ich in Israel immer wieder. Einerseits bei unseren Geschäftspartnern und Franchise-Nehmern, besonders bei der Familie Shlomo Schmelzer von Shlomo Sixt. Es nennt sich Shlomo Sixt und es trägt unseren Namen hinter den berühmten Namen Shlomo, hinter den berühmten Namen des großen Asi Shlomo und Shlomo Schmelzer. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, als sich der große Shlomo Schmelzer für uns entschieden hat. Er, der aus den KZs von Auschwitz entronnen ist. Und er hat sich für einen deutschen Namen entschieden, weil er mich einfach so mochte. Er hat sich für einen deutschen Namen entschieden, der seinen Namen tragen wird in ungefähr 40 Stationen in Israel. Und was bin ich stolz, wenn ich unser orangefarbenes Sixt-Logo in diesem wunderbaren Land an jeder Ecke sehen darf. Und seitdem prangt der deutsche Name Sixt in großen Lettern überall in den Hotels, am Flughafen. Und ich bin mächtig stolz. Mein Freund Shlomo ist verstorben, aber sein Sohn Asi steht an meiner Seite. Und wir werden weiter kämpfen, dass Sixt in Israel weiterhin Marktführer bleibt, so wie auch in Deutschland. Unter anderem wurde ich hier vor über 2000 Zeitungsverlegern des VDZ mit der goldenen Viktoria ausgezeichnet, genauso wie Angela Merkel vor 2 Wochen, weil ich den Namen, einen deutschen Namen, positiv in die Welt getragen habe. Und das habe ich für wahr getan. Ich habe den Namen Sixt in 135 Ländern getragen, auch da, wo es manchmal schwierig war und wo das Bild der Deutschen nicht gerade sehr angenehm war. Aber zurück zur Qualität des großen Denkens. Die Qualität, groß zu denken, finde ich in Israel auch bei den vielen Projekten, die wir vor Ort mit unserer Regine Sixt Children's Aid Foundation realisieren können. Unseren Projektpartnern geht es dabei immer darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Ich habe in der Jerusalem Foundation 4 Kindergärten gebaut. Ich habe gewirkt in der Hebrew University of Jerusalem. Ich bin dafür ausgezeichnet worden mit dem Scopus Award. Ich habe mit dem IKEA Center ein Zentrum gebaut für äthiopische Juden in Äthiopien. Ich habe mit dem Israel Museum habe ich ein Projekt gemacht, wo arabische Kinder in der Kunst unterrichtet werden. Ich habe ein Projekt mit Sulamot gemacht, wo israelisch-arabische Kinder ein Instrument von mir bekommen, das sie gemeinsam musizieren können, der Musik verbindet. Ganz konkret, das ist besonders für die Kleinsten der Ärmsten unserer Gesellschaft, die sich aus eigener Kraft nicht helfen können. Die kleinen, wunderbaren jüdischen, arabischen Kinder, die ich auch versuche, in dem Hadassah Medical Care Center für ein Zentrum, das ich gebaut habe, eine kleine Schule im Mother and Child Hospital, da wo Kinder, die hospitalisiert sind, die nicht mehr laufen können, online über Internet unterrichtet werden können, sowie online über Intranet oder andersrum in den Home Hospices unterrichten können und dass sie merken können, wir sind nicht tot, wir leben und vielleicht tanken sie daraus Kraft, dass sie Unterricht bekommen können aus dieser Schule des Hadassah Medical Care Centers. Darüber freue ich mich. Ich habe mit Jonathan Lyons ein Zentrum eröffnet für taubstumme Kinder, die lernen, sich zu artikulieren, was für mich auch eine große Freude ist. Das durfte ich erleben bei den vielen engagierten Ärzten und Schwestern, mit denen wir in verschiedensten Projekten in der berühmten Hadassah Kinderklinik Zentren gebaut haben für frühgeborene Kinder, Spielplätzen und so weiter. Diese Klinik ist für mich ein Beispiel, denn sie behandelt jüdische und arabische Kinder gleichermaßen engagiert. Und natürlich habe ich auch ein Kinderhospital unterstützt, zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst, einer katholischen Organisation, in dem wir ein Kinderkrankenhaus in Bethlehem unterstützt haben. In Bet Yala, im Projekt Talita Kum, beim speziellen Schnöselendrom für die Witzo Organisation und bei verschiedensten Kinderspielplätzen, die wir finanzieren durften, zum Beispiel für Hamamassi Kindergärten und für unser Projekt in Ramatasha Haschauern und auch für die Schneider Hospitals. Immer wenn wir ein neues Projekt beginnen, denke ich an das so wahre hebräische Sprichwort: Nicht jeder kann ein Held sein, aber jeder kann ein Mensch sein. Ein Mensch sein, das ist meine Devise: ein Mensch sein. Mensch sein, den Menschen zu helfen, die unterprivilegiert sind. Mensch sein, auch den Juden, die hier in Deutschland leben und die gerade in der heutigen Zeit attackiert werden und die sich mit Ausländerfeindlichkeit und Rassismus auseinandersetzen müssen. Und dafür stehe ich und ich werde dafür kämpfen, dass dies nicht stattfinden kann. Darum geht es doch, in ganz konkreten Taten unsere Menschlichkeit zu entwickeln und unter Beweis zu stellen. Ich habe in Israel viel Gutes erlernt und so manchen klugen Rat erhalten. Weisheiten, die man wirklich anwenden kann, wie zum Beispiel: Sage die Wahrheit, aber dann renne. Sie können sich jedoch auf mich verlassen. Auch weiterhin werde ich in Deutschland und in der Welt Israels Wahrheit verkünden, aber ich werde nicht davonrennen. Ich stehe für Israel ein und so fordere ich alle hier auf. Let's take a stand. Vor Israel, das ist meine Botschaft, auf den Punkt gebracht. Bitte stehen Sie auf und sagen Sie Shalom Israel.